Ja, hi Leute, willkommen zur nächsten Folge und heute haben wir den nächsten Lucanus vor uns und einer, der mir noch in der Sammlung gefehlt hat, einer von denen mit den längeren, schmalen Mandibeln, das ist Lucanus angusticornis. Die Art wurde 1925 von Didier beschrieben und kommt in Laos und Vietnam vor. 2008 wurde auch die Unterart Lucanus angusticornis inclinatus von Schenk beschrieben. Diese kommt nur in Yunnan in China vor und unterscheidet sich vor allem in der Mandibelform, denn bei der Nominatform, die wir hier haben, angusticornis angusticornis, sind die Mandibeln relativ gerade nach vorne gerichtet. Bei der Unterart inclinatus sind die aber stark nach innen und unten gebogen. Bei Majomännchen lässt sich das also ziemlich gut unterscheiden. Ja, das sind eben die Unterschiede. Wenn ihr jetzt auch noch die Unterschiede zu den anderen Arten mit den längeren Mandibeln sehen wollt, dann schaut euch am besten die Videos zu Lucanus laminifa und Lucanus hermini aus der letzten Staffel an. Da habe ich dann auch die Vergleichsarten da und erkläre dazu auch noch einiges. Ja, Hauptunterschied bei angusticornis ist eben, dass dieser Keil in der Mitte fehlt. Die Kopfform ist auch relativ anders als die von den anderen Lucanus-Arten mit dem langen Mandibeln. Zudem hat es eine wunderschöne rotbräunliche Färbung, wie viele, viele Lucanus aus dieser Region auch. Gelb, Orange, Femora und in diesem Falle auch die Tibien. So sieht er von der Seite aus. Also nach unten gebogen sind die Mandibeln, aber bei Inclinatus wäre das deutlich stärker und sie wären eben auch noch nach innen gebogen. Die Art kann maximal bis circa 75 mm groß werden, eventuell auch etwas größer. Wir messen mal nach. Ihm hier fehlt jetzt die rechte Mandibelspitze, deswegen würde ich sagen, messen wir mal links, damit wir auch die volle Länge haben. Dieses Exemplar hier hat 72,6 mm, also auch schon in der oberen Größenklasse. Wunderschönes Tier, tolle rotbraune Färbung. Und ja, das erste Exemplar dieser Art für unsere Sammlung. Ja, Lucanus lassen beim Aufweichen eben oft den Kopf ziemlich hängen. Ja, das kennt man von Lucanus oft, dass die Körper Segmente relativ schwach miteinander verbunden sind und beim Aufweichen oder nach dem Tod des Tieres fallen Kopf oder Pronotum schnell mal ab. Hier halten sie noch relativ fest und die kann man dann auch gleich irgendwie so präparieren, dass die auch wieder gut fest zusammentrocknen. Und ich würde sagen, wir warten jetzt auch nicht viel länger damit und fangen einfach an.
Okay, der Käfer hat jetzt ein paar Tage getrocknet und wir sollten soweit zum Abnadeln sein. Ja, das ist das Ergebnis und ich bin damit eigentlich ziemlich zufrieden. Echt sehr schöne Färbung. So ein Rotbraun habe ich bisher, glaube ich, bei keiner anderen Lucanus-Art gesehen. Auf den Lytrin kommt das schon ziemlich nah an Lucanus cervus. Ja, schöne Art, tolle Ergänzung für unsere Lucanus-Sammlung. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.